Und damit hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy XII. In den Zertanian-Grotten habe ich mich über die Osmon-Ebene begeben. Das heißt, ihr könnt euch hier nach Jahara teleportieren, lauft die beiden Gebiete ab und endet dann hier in den Grotten. Ja, ich würde sagen, wir laufen einfach mal durch. Und stellen ein paar Gambits ein. Nee, halt. Ich glaube, Warn, du kannst doch auch Medica, oder? Nee, kannst du nicht. Dann kann Ash das. Pinello meine ich, nicht Ash. Deswegen müssen wir ihr auch diese Augentropfen-Gambit geben. Ach, Gegengift. Oh, was ist denn heute mit mir los? Junge, Junge. Kann ein spaßiger Part werden. Basch, du bekommst das auch noch von mir. Die ändere ich einfach. So. Das ist auch was für Ash. Mal gucken. Oh, doch so schwach, dass es nicht hier unten auftaucht. Tatsache. Gut. Bam. Diese scheiß teleportierenden Viecher. Zack. So, in den Grotten gibt es ein paar Schleichwege. Die versuchen. Ich zeige sie euch auf jeden Fall. Ich muss nochmal selber schauen, wo die sind, weil ein paar davon sind relativ schwierig zu erreichen. Aber das kriegen wir schon irgendwie alles hin. Wir sind auch jetzt schon gleich bei der Espa angelangt. Der optionalen. Mal schauen, was hier so in den ganzen Kisten versteckt ist. Ah, Gambits ist was Feines. Benutze ich leider viel zu selten. Außer bei Kämpfen, wo ich es wirklich brauche. Aber so eine Medica-Gambit ist nie verkehrt. So, wir sind schon im Gebiet angekommen. Ihr seht, die Karte ist, also zumindest die... Also was sie sich dabei gedacht haben, hier oben die Karte ist gestört, aber L3 funktioniert trotzdem. Im großen Azrosa-Sandfall wartet... Adramelch auf uns. Also es ist bei jeder Esper so, dass wir versuchen können, dieser Esper etwas zu klauen. Und zwar eine große Arcana. Das werde ich auch mit Wahn mal probieren. Dazu lege ich ihm mal den... Ich muss mal meine ganzen Waffen mal sortieren. Das ist ja schrecklich. Auto. Auto. So. Diebesfäustlinge. Das werde ich jetzt mal probieren. Und dann stelle ich ihn noch ein Gambit fürs Klauen ein. Mache ich in diesem Fall mit den höchsten Max-TP, weil ich habe... beziehungsweise die Esper beschwört auch noch so kleine... Ja, Drecksviecher. So, ich glaube, das sind so, so eine Art Dämonen. Mit Wahn werde ich dann diese Gambit ganz nach oben stellen und die anderen werden mir helfen, die kleinen Viecher aus dem Weg zu räumen.
gucken, ob's. Mal schauen, ob so funktioniert. Wenn wir jetzt hier weiterlaufen, würde es schon losgehen mit dem Kampf. Deswegen nochmal kurz durchheilen und ab geht's. Unschwer zu erkennen ist Adramelch vom Element Blitz. Heißt, ich muss nochmal checken, ob meine Waffen irgendwas mit Blitz zu tun haben. Hier, der ist schon mal nicht. Der Schattenbinder sowieso nicht. Und Echs Waffe auch nicht. Heißt, wir können... So, Adramelch, komm her. Ich will dir was klauen. Wenn ich nicht schlafen würde. Passt, kann keiner, super. Mann, ey, wer kann denn Hast von euch? Mann, das dauert mir zu lang. Bei 4. Du kannst Hast, jawohl. Mann, ich würde gerne auswechseln. Hallo. Das dauert mir zu lang. Ja, meine Fresse. Darf ich jetzt bitte mal auswechseln? Das kann doch nicht wahr sein. Na gut, jetzt darf ich zumindest Ash auswechseln. So, bitte einmal Hast aufwarten, danke. Ach, Quatsch. So. Hier hat noch Reflex auf sich. Das ist natürlich schlecht. Bitte mal einer mal 4 töten, damit dieses scheiß Reflex verschwindet. Mal. Der hat immer noch Reflex. Leck mich doch am Arsch, ey. Scheiß drauf, kriege ich halt keine große Arkane, hole ich mir anders. Machen wir einfach fertig.
Fall 4 würde ich gerne weghaben. Danke. So, Penelo, auf geht's. Schöne Barriere hast du drauf. Ach, Quatsch. So, sorry für die Verzögerung, also für das lange Kämpfen, aber ich hätte gerne eine große Arcana gehabt. Leider keine Chance. Aber gut. Egal. Weiter geht's. Ich muss bei einem Gebiet tierisch aufpassen, denn da warten sehr starke Gegner auf uns. Die wir zum jetzigen Zeitpunkt und auch später, wenn wir mal Level 99 haben, die machen uns alle. Das sind zwei ganz bestimmte Dinosaurier, die uns echt richtig wegfetzen könnten. Die sind auch nicht ohne. Dann nehmen wir unten lang. Da sind sie. Genau die Dinger meine ich. Die sind richtig stark, deswegen laufe ich hier auch nur mit einer Person rum, damit wir auf gar keinen Fall denen über den Weg laufen. Ich muss jetzt nur mal kurz gucken, wo hier der Ausgang ist, weil da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Wäre er hier rechts oder einfach nur hier? Nee, hier komme ich. Boah, das Ding darf mich nicht erwischen. Ah! Das war knapp. Hat mich schon anvisiert. Also ich würde es euch gern demonstrieren, wie stark das Vieh wirklich ist, aber ich lasse es, weil es ist einfach zu krass. Wirklich zu krass. Ein, zwei Schläge und ich bin weg vom Fenster. Deswegen. Nee, danke. So, jetzt kommen weiter hier. Hui. So. Ihr seht jetzt zum Beispiel diesen Stein, der so ein bisschen auf Kipp steht. Den müssen wir, oder es gibt in diesen Grotten jede Menge von diesen Steinen, die wir umstoßen müssen, um bestimmte Wege freizuschalten.
Ihr seht, wir kommen jetzt hier nicht durch. Wir können also nicht hier rüberlaufen. Wir müssen da von der anderen Seite ran. Und das gibt es hier in den Grotten wirklich super oft, dass wir Sachen umstupsen müssen. Das war ein Talar. Was ist das? Das ist, glaube ich, ein Accessoire, oder? Nee, das ist eine magische Kopfbedeckung. Oder irre ich mich? Talar, Talar, Talar. Also überhaupt ein Talar, habe ich mich verlesen. Weiß ich nicht. Egal. So, hier geht's schon mal nicht weiter. Jo, zurück. Wir müssen da also von der anderen Seite ran. Machen den Weg hier nach unten schon mal so weit frei. Hier gibt es erstmal nichts mehr für uns. Ein Kristall, sehr schön. So, und hier gibt es auch einen geheimen Weg, der nicht auf der Karte ist, nämlich direkt hier neben. Der führt zu einer Kiste, die hier normalerweise steht, die aber jetzt nicht da ist, okay. Und noch ein Geheimgang. Was bist du da? Granate. Okay. Ah, das war klar, dass du da durchläufst. Alles für ein paar Gil. Naja, gut. Hier gibt es auch nichts für uns. Nichts zum Umstupsen. Nein. Oh, noch eine Kiste. Sprudelkolben. Okay, wir müssen dann doch tatsächlich durch dieses Gebiet mit diesen fetten Drachen. Ich belebe aber, glaube ich, erstmal lieber meine Charaktere wieder, weil sicher ist sicher, ne? Ach nee, du warst das. Ach, ich habe einen Kristall berührt. Okay. Hab nichts gesagt. Gibt's hier noch was für uns? Kiste? Nein. Gut. Gut. Oh, ich will da nicht durch. Oh Gott. Die sind einfach zu krass, die Viecher. Ich laufe erstmal hier links lang. Und dann oben. Ich habe richtig Schiss vor diesen Dingern. Courage bringt dir nichts, mein Freund. Boah, ich geh ab. Bam, 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 bam. So. Okay. Ah, ne, wir gehen erstmal hier oben lang. Ihr seht, hier können wir auch noch nicht lang. Auch noch ein Stein. Hier oben kommen wir an der Namjenser Sandsee aus. Ihr habt schon diese Raffinerietürme gesehen. Oh, und diese Musik. Das Gebiet haben wir noch gar nie aufgedeckt.
machen wir auch irgendwann mal. Beziehungsweise ich. Gut. Wollen wir jetzt nicht hin? Bam. Hier oben geht's auch zur Sandsee. Diesmal aber die Ogienza. Jawohl. Wollen wir auch nicht hin. Tolles Gebiet. Wann finden wir unseren ersten Stein, den wir umstoßen können? Ja, ja, los. Ich glaube hier. Hopp, alle. Jawohl. Und wir dürfen passieren. Sehr schön. Da ist der nächste. Oh, ein Diamantreif. Das ist alles hier ein bisschen miteinander verbunden. Hier müsste es aber irgendwo... Ja, ich denke, hier gibt es noch einen. Jawohl, da ist er. Sehr schön. So, was haben wir jetzt noch nicht? Was war hier oben nochmal? Nix, oder? Wir laufen nochmal rechts in das Gebiet da hinten rein. Es ist so nervig. Einer war noch ziemlich verschwunden. Nicht versteckt, aber man konnte ihn nicht so leicht entdecken. Der war ein bisschen komisch. Was ist hier? Einfach nur eine Falle? Super. Einfach eine Falle hingeklatscht. Danke, Entwickler. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Da oben geht es zur Westwüste. Das ist immer noch schon gewesen. Jo. Ja klar, hier haben wir doch Marilith gefunden.
So, irgendwo gibt es noch einen Stein umzustoßen. Nur mal ein bisschen. Was haben wir denn da hin? Nee, das ist nichts. Okay. Sollen wir ein bisschen genauer umschauen hier. Hier irgendwo muss es noch was geben, was ich übersehen habe. Irgendwo gibt es noch was. Hier sind wir gewesen, ja. Wo habe ich was übersehen, Freunde? Okay, ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut und wenn ich vor dem Stein stehe, den ich jetzt gerade noch suche, melde ich mich wieder. So, einen Stein gibt es noch und das ist dieser hier. Da kommen wir aber so natürlich nicht dran, da kommen wir nur über dieses Gebiet ran. Und dieses Gebiet erreichen wir über die Ogegenser Sandsee. Und zwar hier. Ich werde da schnell hinlaufen. Und das ist ja dann einmal hier raus. Da runter und da wieder hoch. Ja, das geht fix. Wenn ich hier vor dem Eingang stehe, melde ich mich. So, da bin ich wieder. Mal fix rein ins Gebiet. Da sind wir dann auch schon in diesem versteckten Bereich. Och Leute, ist gut jetzt. Blinde Wut ist noch eine Technik, sehr schön. So, da vorne ist der Stein, wir stoßen ihn mal um. Und damit hätten wir's. Die Karte der Zertanian-Grotten einmal komplett geöffnet. Alle Zuwegungen geöffnet. Hier oben laufen wir jetzt noch in einen Abschnitt der Ogegenser. Jawohl. Machen wir aber später. Gut. Zertanian-Grotten erledigt. Alle Öffnungen da, jawohl. Jo, sehr schön. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.